Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video habe ich etwas sehr Cooles für euch vorbereitet, denn ich habe fleißig bei Amazon bestellt. Ich habe nämlich 7 Jeanshosen gekauft und zwar ganz verschiedene von verschiedenen Brands, teilweise auch verschiedene Schnitte und die werde ich euch alle mal in diesem Video zeigen, denn alle Jeanshosen haben die gleiche Größe und alle habe ich anprobiert und da gab es doch so den ein oder anderen interessanten Unterschied. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie viele gut sitzende Jeanshosen habt ihr aktuell zu Hause? Da bin ich mal sehr gespannt, was so die meisten schreiben. Denn ich glaube, das ist immer so ein kleiner Struggle bei Mädels, wirklich eine tolle Jeans zu finden. Denn zumindest ist es bei mir so ein Problem. Ich hatte bis jetzt eigentlich nur 2 Jeanshosen, die mir wirklich gut gepasst haben und wirklich gefallen haben. Und deswegen habe ich mich auf Jeans-Shopping-Jagd begeben. Und Leute, jetzt habe ich einige Jeanshosen, die mir sehr gut gefallen. Wie ihr wisst, bestelle ich sehr viele von meinen Klamotten auf Amazon. Und mir ist aufgefallen, was für eine riesige Auswahl es von Jeanshosen in ganz vielen verschiedenen Stilen und von ganz vielen verschiedenen Marken einfach mal bei Amazon gibt. Und deswegen habe ich ordentlich zugeschlagen. Packt euch mal einen Link in die Infobox, da findet ihr nochmal einen Überblick über alle möglichen Damen-Jeanshosen, die es bei Amazon gibt. Und ich werde euch auch jede einzelne von meinen Jeanshosen in der Infobox verlinken. Und wir starten einfach mal mit diesem Modell hier. Und zwar ist das eine Levi's Jeans. Das Modell heißt Shaping Super Skinny und das habe ich schon so häufig bei ganz vielen Leuten auf Instagram gesehen und es wurde mir tatsächlich auch privat von einigen empfohlen, dieses Jeansmodell. Und deswegen habe ich da auch einfach mal zugeschlagen. Wie gesagt, alle Jeanshosen sind in derselben Größe. Und zwar habe ich da die Größe gewählt W25L32. Wie ihr wisst, bin ich ja eher auf der spargeligen Seite der Menschheit. Also ich war schon immer super dünn. Ich kann essen, wie viel ich will. Ich nehme nicht zu. Ich bleibe einfach so. Das ist mein Figurtyp. Ich bin halt so. Ich bin eher so ein Strich in der Landschaft. No big boobs, no big butt. Einfach dünn. Und ich habe in diesem Video auch wirklich Jeanshosen in komplett unterschiedlichen Preisklassen. Und zwar einfach mal von 20 Euro bis zu 160 Euro. Und das hier ist die zweiteuerste Jeans aus dem Video mit 95 Euro. Ich muss sagen, sie ist wirklich übertrieben bequem. Ich finde, dass sie einen auch wirklich nochmal deutlich schlanker wirken lässt. Ich weiß nicht genau, ob das der Sinn war auch von dieser Jeans. Ich meine, sie heißt Super Shaping, kann sein. Zumindest habe ich den Eindruck, vielleicht liegt es auch an der Farbe, an dem Dunkelgrau. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie irgendwie einen Shaping-Effekt hat. Und deswegen feiere ich sie auch trotz des Preises. Und ich werde sie gleich auch noch mit anderen Hosen in der identischen Größe vergleichen. Und da werdet ihr einige interessante Sachen feststellen können. Und ich werde die jetzt mal vergleichen mit der nächsten Hose, die auch diese Größe hat. Und zwar Weite 25, Länge 32. Und das ist jetzt nicht nur so, dass die Levi's Jeans mir in dieser Größe passt, sondern eigentlich von jeder Marke die Hose. Außer diese hier. Ich war so schockiert. Ich werde sie euch jetzt mal vergleichen mit dieser und euch da mal ein bisschen was einblenden. Die Levi's Hose ist einfach obenrum ein Stück weiter geschnitten und sie ist auch deutlich länger, obwohl beide Hosen die gleiche Länge haben. Und die Levi's Jeans ist auch einfach viel stretchiger als diese hier. Und das hier ist die einzige Hose, die mir nicht passt. Das passiert mir tatsächlich recht selten. Also ich kenne meine Größe sehr gut und dass mir dann eine Hose nicht passt, ist ein bisschen traurig. Aber was sehr interessant ist, ich habe von derselben Brand noch eine Hose gekauft und da passt mir lustigerweise die Größe. Also mehr dann gleich dazu. Und wir machen jetzt weiter mit der nächsten Hose und das ist die allerteuerste Hose. Und eigentlich habe ich sie mir gekauft, um mal zu sehen, was an so einer 160 Euro Jeans ja bitte so besonders sein soll. Und dann habe ich diese Hose angezogen und Leute, die ist so bequem. Ich konnte selber kaum glauben. Also die sieht so aus. Das Modell heißt Hyperflex oder so. Ich finde den Namen schon mal sehr cool. Der könnte irgendwie in so einem Rap-Song vorkommen. Und Leute, das ist wirklich jetzt mit Abstand die angenehmste Jeanshose, die ich in meinem ganzen Leben getragen habe. Unnormal, ohne Spaß. Ich finde sie genauso bequem wie eine Leggings oder eine Jogginghose. Und das meine ich völlig ernst. Und ich bin normalerweise jemand, der da sehr picky ist und der irgendwie das Gefühl von Jeanshosen nach einer Zeit nicht mehr so gerne mag. Deswegen habe ich darauf geachtet, dass alle Jeanshosen echt eher auf der bequemeren Seite sind. Hier diese Jeanshose ist im Vergleich zu der weißen auch hier oben etwas deutlich weiter geschnitten. Und ihr seht es auch hier schon ein bisschen am Stoff. Die ist super stretchy und deswegen auch so bequem. Und die ist auch etwas länger und es ist einfach wirklich perfekt für mich. Also diese Hose fühlt sich an wie maßgeschneidert. Und falls ihr mal sehr viel Geld für eine Jeanshose ausgeben möchtet, dann kann ich euch die hier tatsächlich empfehlen, obwohl sie so teuer ist, weil die echt, wow, also ich werde die so gut behandeln, damit die mir wirklich so lange wie es geht hält. Eine günstigere Alternative zu der sehr teuren Hose ist
meiner Meinung nach so ein bisschen die hier, weil sie fühlen sich einfach super ähnlich an. Also wie ihr seht, die ist auch wieder stretchy. Der einzige Unterschied ist, die hier ist relativ tief geschnitten. Das muss man mögen. Ich weiß, dass sehr viele lieber nicht unbedingt high-waisted Jeans mögen, aber einfach Jeanshosen, die ein bisschen höher geschnitten sind. Die hat jetzt die Größe 26 an der Waist und die Länge 34. Allerdings passt die auch perfekt. Und ich mag einfach hier diese ganzen Details, wie die einfach hier so ein bisschen kaputt ist. Und die passt mir einfach auch wieder von der Länge her perfekt. Und ich mag auch sehr gerne, wie der Po hier bei dieser Hose gemacht ist. Und ich setze euch jetzt mal diese Hose im Vergleich zu der nächsten Hose und dann seht ihr auch mal, dass sie von der Länge her echt schon ordentlich ist, denn die nächste Hose ist eher so ein Boyfriend-Jeans-Modell und einfach so ein bisschen kürzer und lockerer geschnitten. Was ich an Amazon so cool finde, ist, dass es da nicht nur super viele verschiedene Brands gibt, was Jeanshosen angeht, sondern auch ganz, ganz viele verschiedene Stile. Und die hat so ein bisschen einen anderen Stil. Die hat so einen leichten Boyfriend-Touch, ist einfach so ein bisschen weiter geschnitten und ich glaube, es ist auch beabsichtigt, dass sie oben an der Waist relativ weit ist, weil sie hat eigentlich auch die Größe 25, aber sie ist halt einfach weiter. Aber sie rutscht nicht. Irgendwie total verrückt, aber keine Ahnung. Ich find's cool. Irgendwie sieht in dieser Hose mein Hintern relativ gut aus, meiner Meinung nach. Ihr könnt mir da ja auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl in dieser Hose gefühlt. Ich habe nämlich vorhin einmal alle anprobiert und bin mal ein bisschen rumgelaufen, weil man merkt eigentlich immer recht schnell, wenn eine Jeanshose nicht so bequem sitzt. Und die hier hat übrigens Knöpfe, also kein Reißverschluss hier vorne. Das finde ich irgendwie besonders cool und die mag ich auch sehr gerne und das ist halt so eine perfekte Sommerhose irgendwie. Also man kann damit kiloweise essen und da wird nichts eng und die sitzt halt auch einfach nicht so eng an der Haut. Das heißt, selbst wenn man schwitzt, fühlt sich das nicht direkt so komisch an und die ist auch etwas teurer. Aber das Ding ist, keine Ahnung, ich habe halt vorher die ganze Zeit mit zwei Jeanshosen gelebt und ich habe halt bei beiden darauf geachtet, dass ich einfach ein bisschen mehr Geld rein investiere, dass sie mir auch halten und das hat für mich wirklich monatelang so geklappt und erst jetzt nach all der ganzen Zeit habe ich mir gedacht, okay, ich sollte mir wieder neue Jeanshosen zulegen. Das heißt, ich konnte ja eigentlich relativ lange mit meiner Strategie fahren. Lieber eher wenige und dafür qualitativ sehr hochwertige Jeanshosen. Diese Hose hier ist so unglaublich unschlagbar vom Preis. Kostet nämlich nur 20 Euro. Und die hat auch so ein ganz besonderes Detail. Die ist quasi hier so umgeschlagen unten. Aber irgendwie mag ich das total gerne, wie das getragen aussieht. Und die ist einfach auch wieder super bequem. Die ist nicht zu tief geschnitten. Also das ist eigentlich so obenrum der perfekte Schnitt für mich, so in meinen Augen. Und wie ihr seht, die ist auch wieder so ein bisschen stretchy. Ich glaube, ich muss nicht mehr erklären, dass mir das Ganze immer recht wichtig ist. Und die hat eben auch wieder sehr coole Details. Ich mag sowas einfach. Ich mag es eigentlich, wenn Jeanshosen nicht ganz so fleeky sind. Und wenn sie so fleeky ohne Löcherdetails sind, dann mag ich sie nur, wenn sie eher in sowas wie schwarz oder dunkelgrau sind. Also sowas richtig basic-mäßiges von der Farbe her, was zu allem geht. Aber wenn das so ein ganz normaler Jeans-Farbton ist, dann finde ich es tatsächlich sehr cool, wenn einfach so ein paar Details da sind. Ich habe auch früher echt Jeanshosen getragen, wo die Knie so komplett aufgerissen sind. Aus der Phase bin ich dann tatsächlich schon raus. Also ich mag es dann doch lieber, wenn nicht die kompletten Knie rausfallen, sondern dann halt lieber solche Details. Jetzt habe ich etwas sehr Interessantes für euch. Und zwar ist das eine Hose, die von der gleichen Brand ist wie die weiße Hose, die mir nicht passt. In exakt der gleichen Größe. Und Leute, diese Jeanshose hier passt mir einfach perfekt. Die ist high-waisted, schwarz, komplett einfarbig. Deswegen geht da vielleicht mein Po schon relativ stark unter. Finde ich aber nicht schlimm. Man kann die einfach super cool kombinieren. Und Leute, ich glaube, jeder hat mal in seinem Leben einfach eine einfarbige schwarze Hose gebraucht. Manchmal gibt es einfach diese Anlässe, wofür man genauso was im Kleiderschrank braucht. Und das ist einfach eine super High-Waist-Hose. Ich habe sowas einfach noch nie gehabt und bin deswegen sehr happy, dass ich diese Jeanshose hier gefunden habe. Weil ich glaube, das ist sehr cool zu so bauchfreien Oberteilen, wenn man aber eigentlich gar nicht so viel Bauch zeigen möchte. Ich glaube, dann bietet sich halt so ein super High-Waist-Kram sehr gut an. Und wie gesagt, das ist die gleiche Größe wie die weiße Hose, aber die passt mir perfekt. Also richtig verrückt und irre. Und ich glaube, im Vergleich zu der weißen Hose seht ihr auch, wie krass High-Waist die geschnitten ist. Ich blende euch jetzt hier nochmal alle 7 Jeanshosen so ein bisschen im Vergleich ein. Und dann könnt ihr mir mal schreiben, welche ihr davon am allercoolsten findet. Und wie gesagt, ihr findet zu allen Jeanshosen immer die Links in der Infobox. Und Leute, ich kann euch übrigens auch mal dieses Oberteil hier verlinken und auch mein Bralette, denn auch die beiden Teile sind von Amazon. Also wie ihr seht, ich shoppe dort sehr häufig und sehr gerne Klamotten. Und früher wusste ich wirklich nicht, dass es dort einfach so eine riesige Auswahl gibt. Und ich finde, in diesem Video
Video habt ihr auch ganz gut gesehen, dass man sich wirklich nicht von einer Jeans-Hosengröße abhängig machen sollte. Denn selbst beim selben Hersteller heißt das noch lange nicht alles. Was ich aber wirklich krass fand, war, dass ich halt mit meiner Hosengröße wirklich bei allen Herstellern was probiert habe. Und die mir eigentlich alle bis auf eine gepasst haben. Klar, mal saß es vielleicht etwas lockerer, mal saß es enger. Aber grundlegend haben einfach alle bis auf eine wirklich bequem an mir gesessen. Auch wenn sie eigentlich so ein bisschen unterschiedlich aussahen. Ich hoffe sehr, dass ihr dieses Video cool interessant fandet. Hier oben auf dem i könnt ihr noch weitere Videos von mir finden. Oder ihr könnt auch einfach eins von diesen beiden Videos hier anklicken. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!